fünften Sitzung hier im Rahmen des Moduls Verteilte Systeme an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Ich bin Gero Lückemeier und halte diese Vorlesung zusammen mit meinem Kollegen Sebastian Speiser. In der fünften Sitzung wollen wir uns beschäftigen mit einem Technologiebeispiel für Netzwerkkommunikation, wie Sie diese tatsächlich in einem Java-Programm durchführen können. Und dafür schauen wir uns Sockets näher an. Lernziele hier: Sie sollen am Ende dieser Sitzung Programme erstellen können, die über das Betriebssystem die Mittel, die dieses bereitstellt, nämlich genau diese Sockets, direkt auf eingehende Verbindungen lauschen und Programme erstellen können, die sich über diese Sockets mit anderen verbinden, also genau mit solchen, die lauschen. Das eine wäre dann eben die Serverseite, das erste, und das zweite wäre die Clientseite. Das übersetzt sich in folgende Agenda. Einmal schauen wir uns Sockets ganz generell an und zum anderen schauen wir uns einen Client und einen Server dazu als Beispielcode an, die wir erstellen. Und am Schluss schauen wir noch, wie das Ganze dann doch skalieren könnte. Sockets selber. Sockets sind Mittel des Betriebssystems, um auf diese Ports, die wir im Rahmen der Netzwerkkommunikation ja kennengelernt haben, zugreifen zu können. Aus Java heraus gibt es dafür die Klasse Java Net Socket. Haben Sie auch schon gesehen bei TCP, Socket und Server Socket. Und Sie haben Streams, über die Sie dann in diese Sockets hineinschreiben können. Streams kennen Sie ja aus den Grundlagenvorlesungen des Programmierens in der Regel in Java. Vorteile, wenn Sie diese Sockets verwenden, diese Betriebssystem-Sockets direkt verwenden, ist, dass Sie natürlich die größte Flexibilität erhalten, wie Sie Ihre Kommunikation ausgestalten möchten. Sie können also jegliche Kommunikationsdimension frei konzipieren, überlegen, ob Sie beispielsweise uni- oder bidirektional kommunizieren, überlegen, ob Sie synchron oder asynchron kommunizieren möchten und so weiter. Genauso wie Sie die Formate und auch die übertragenen Inhalte komplett selbst festlegen können. Dem einher gehen natürlich einige Nachteile. Wie das so oft ist im Leben, no free lunch. Also man muss auch mit den jeweiligen Begleiterscheinungen leben, wenn man bestimmte Vorteile heben möchte. Nachteile hier insbesondere: die gesamte Verarbeitung und Fehlerbehandlung müssen Sie selber leisten, inklusive Zusammenbau einer bestimmten Antwort oder Parsen der jeweiligen Anfrage und. Dann ist auch klar, dass je Port und Protokoll es nur ein Programm geben kann, das an diesem Port über diesen Betriebssystem-Socket erstmal lauscht. Das heißt, wenn Sie selber mit einem selbst erstellten Programm einen Port belegen, dann ist er eben für alle anderen so nicht mehr verfügbar. Je nach dem Port brauchen Sie natürlich auch noch eine Freigabe über die Firewall des Betriebssystems. Das fällt natürlich bei anderen Lösungen entsprechend an, zumindest dann für eine Server-Software, die dann diesen Port vielleicht für mehrere andere betreibt.